Ich hab's kaputt gemacht! Wurde nur von Schmugglern und Dieben benutzt. Der Eingang ist bestimmt gut versteckt, um die Schnüffler nicht mit der Nase drauf zu stoßen. Komm, hallo! Aber ich glaube, jetzt ist es endlich kaputt. Oh, meine Fresse. Der hat mich jetzt echt Nerven gekostet. Und es war nur so ein scheiß Splicer. Was war denn da los? Das hat mich mal allgemein gerade ziemlich viel Nerven gekostet. Und auch Leben und auch anderen Scheiß. Ich bin pleite, ich habe keine Munition mehr. Alles scheiße. Achso, da war ich schon. Okay, hier ist überall dieser Fisch. Ist da was? Kiste untersuchen? Nein. Ach, jetzt kann ich ja durchgehen. Ja, jetzt krieg ich meine Waffen wieder, ihr Lappen, ja? Ah! Fühlt man sich ja gleich viel wohler. Komm, tauen wir das ein bisschen auf. Was gibt's denn da so Schönes? Da gibt's gar nichts. Ist ja langweilig. Oh, Waffenupgrade. MG Schadenssteigerung? Will ich haben. Ja, ich denke, mit Schadenserweiterung fahre ich ganz gut. Mal das Maschinengewehr. So, dann rüsten wir uns erstmal wieder ein bisschen auf. Ist schön. Was gibt es denn hier sonst noch so? Ich glaube, da kann nichts drin sein. Bin mir nicht so ganz sicher. Mein Eve ist teuer, aber wertvoll. So. Welches gehen wir denn jetzt zuerst? Aufmachen müssen wir es auf jeden Fall. Oh, scheiße! Das ist ja fast wie hier Martyrium bei COD. Noch im Tod drückt der mir noch. Oh. Fontaine macht uns jetzt mächtig Feuer unterm Hintern. Er will 80% unseres Gewinns und droht damit, uns an Ryan auszuliefern, wenn wir nicht mitspielen. Dieser Hurensohn. Sammy G meinte noch, dass er darüber nachdenkt, zur Polizei zu gehen, und am nächsten Tag wurde er in einem Sack im Wasser tot aufgefunden. Wir haben keine Wahl. Wenn wir bei Fontaine bleiben, enden wir am Galgen. Und wenn nicht, ergeht's uns wie Sammy G. Es muss noch einen anderen Weg geben. Ja, nee, nicht für euch. Was haben wir denn jetzt hier Schönes? Ich brauche ganz schnell erstmal einen anderen Winkel. Ja, das. Ich mag es spannend. Stell dich immer wieder fest. Dann. Nein. Dahin, dann dahin. Dann können wir uns hier rüber bauen und dann können wir damit das Ding setzen. Ja, sehr schön. Oh, Antiversumpfung. Das ist doch schön so. Ist hier sonst noch irgendwas? Außer gefrorener Scheiß? So. Ja, dann bleibt uns ja im Prinzip nichts anderes übrig. Hallo! Auf! Ja? Du kannst nicht aussteigen. Fontaine wird dich finden. Erst mal vorsichtig. Na, wart mal ab, wer da auf wen scheißt, du Idiot! Okay. Ja. Ah. Ich fahre jetzt hier mein Eve ganz schön. So. Irgendwie. Ja, keine Ahnung. Hier scheint es lang zu gehen.
Du hast in diesem Abschnitt keine Little Sisters ausgebeutet. Ja, ich habe auch keine gesehen. Als ich den blöden Big Daddy tot hatte, war keine Little Sister da. Von jetzt an sollte es keinen Ärger mehr geben. Wir treffen uns weiter vorn. Sollte. Hui. Schmugglerversteck. Spieldaten werden geladen. Speichervorgang läuft. So, da sind wir also im Schmugglerversteck und haben direkt mal eine Schmuggelkiste mit Kartoffelchips. Yam, 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 yam. Oh, sieht wirklich aus nach dem Versteck. Alles leicht. Ah! Fuck it. Was war das? Das ist irgendwie alles leicht marode und, leicht creepy. Ich bin direkt vor dem U-Boot-Dock, aber ich komme nicht rein. Ich brauche deine Hilfe. Meine Familie ist keine 100 Meter mehr von mir entfernt. Ja, ja, chill mal. Ich bin ja schon unterwegs. Schmugglerkiste. Yam. Ah! Ich wollte keinen Alkohol trinken. Fuck it. Ich wieder so blau, wenn ich mich hier volllaufen lasse. Schmei ist zwar umsonst, aber trotzdem muss nicht unbedingt sein, weil besoffen kann ich nicht ganz so gut schießen, habe ich festgestellt. Oh, Kinderplan. Nein. Nein, ich gönne mir keinen Film. Dim, 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 dim. Lassen wir das so? Ja, doch, doch, doch. Das ist ganz gut so, wie es ist. Nee, nicht gut. Da fällt irgendwas runter. Henne, Angst. Pneumo. Was ist denn da drin? Nix. Schade. Oh, eine Leiche. Ups. Scheiße. Wieso habe ich die Ziggis jetzt gesmoked? Tja, ich mach's doch immer wieder. Oh. Fuck it. So, dann machen wir den uns doch mal wieder zu eigen. Das Spielchen kennen wir doch schon. Ja. Ich brauche weiter gerade Stückchen und dann. Nee, dann setzen wir doch da das am besten hin. Jetzt brauche ich aber noch ein paar gerade. Und hier auch noch so eins und da auch noch. Und dann haben wir es auch eigentlich fast geschafft. Jetzt noch das dahin. Und der Roboter gehört uns. So. Oh, Kartoffelchips. Yam, 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 yam. Das schmeckt doch mal schön, bitte. Yief. Und Pistole. Ist ja fast wie Weihnachten hier. Ich sollte öfters mich in Schmugglerverstecken rumtreiben. So, und jetzt? Okay, so komme ich durch. Was war das? Tschechischer Wodka. Nee, lieber mal nicht. Wir wollten nüchtern bleiben. Pepriegel. Kuchen. Yam, 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 yam. Kuchen, Kuchen, Kuchen. Yam, 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 yam. Was ist das da jetzt? Ein Bohrer. Oh, das hätte ich doch fast übersehen. Wir sind alle hier runtergekommen, weil wir dachten, wir werden alle Glieder in Ryans großer Kette. Aber es hat sich herausgestellt, dass Ryans Kette aus Gold ist, während unsere Ketten Schlösser haben und dicke Eisenkugeln. Er residiert oben in Fort Frolic und bumst die schärfsten Mädels. Wir sitzen hier unten in diesem Loch und nehmen Fische aus. Fontaine verspricht uns, es wird besser. Tut so, als wäre er einer von uns, verstehst du? Als ob der einen Tag in seinem Leben gearbeitet hätte. Er sagt, wir treffen uns um 11 in der Baracke, wo der Fisch abgepackt wird. Ich gehe hin und bring noch ein paar Jungs mit. Hey, recht viel schlimmer kann's nicht mehr werden. Ja, das, so ist das. Aber ich glaube, die haben hier irgendwas gebuddelt. Nur ich weiß nicht, wie klug das ist, hier in Rapture einfach zu buddeln. Weil wegen Wasser, so wie wir hier sehen. Der ist wohl am Alkohol tot gestorben, der Junge. Also, Kinders, ne? Nicht so viel trinken. Ziel erreicht. Drück auf den Schalter oben im Überwachungsraum und lass mich rein. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir uns mal kennenlernen. Etikett! Du hattest deinen Spaß, aber genug ist genug. Wenn du diesen Knopf drückst, wirst du erfahren, was es heißt, mein Feind zu sein. Ach, der ist doch eh schon mein Feind und mag mich nicht.
Wie kann ich hier... Wie kann ich denn hier jetzt nur den Kaffee nehmen? Ich will nicht alles nehmen. Vorderkiste. Nein. Dann gönnen wir uns jetzt noch keinen letzten Kaffee. Sondern eher... Was gibt's denn hier so? Wie alles leicht kaputtlich. Okay, da ist irgendwie ein U-Boot. So, noch eine Kiste. Ich frage mich nur, wann die nächsten Enemies kommen. Es ist so ruhig, so verräterisch still. Das macht mir irgendwie Angst. Naja, gönnen wir uns jetzt erstmal das Schloss. So. Da muss doch gleich irgendwas kommen und mich mampfen. Beta Chamber. Was gibt's denn? Ah, okay. Drücken wir erstmal den Knopf. Okay, es geht jetzt. Scheiße. Ist da oben eine Sicherung durchgebrannt? Ich kann hier drin überhaupt nichts sehen. Gib mir einen Moment und ich hole dich da raus. Moira, kannst du mich hören, Liebling? Wer ist das? Ist das mein Verbündeter? Es ist so dunkel hier drin. Wenn dein Freund nur nach oben schauen und dich sehen würde, vielleicht könntest du ihn warnen. Oder wenigstens irgendetwas tun. Oh. Oh, fuck. Oh. Und jetzt? Da komme ich nicht durch. Ich kann sie nicht aufhalten. Muss mich zurückziehen. Hol meine Familie daraus. Wir treffen uns dann so schnell wie möglich wieder. Okay. Tja, dann machen wir mal hin. Wir sterben, du Mistding. Ah, da ist auch noch einer. Die sind ja echt überall. Yam, 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 Dollar. Was ist passiert? Hau ab, wenn du kannst. Raus da. Wir treffen uns woanders wieder. Ja! Warum sagt ihr mir das jetzt? Wo will ich denn überhaupt lang? Wow, 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 wow. Das geht mir echt gerade zu... Zu hart hier gerade. Oh, komm. Ich lasse nichts zurück an Resources. Mal schön durchladen. Au, 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 au. Kartoffelchips. Boom! Verdammte Scheiße, was ist da passiert? Und versuchst dann, dich aus dem Staub zu machen wie ein Dieb. Du bist kein Schnüffler von der CIA. Wer bist du? Weshalb bist du hier? Nun gut, es gibt zwei Möglichkeiten, mit einem Rätsel umzugehen. Man kann das Geheimnis aufdecken oder es beseitigen. Oh. Wo ist Ryan? Raus hier! Mach, dass du rauskommst! Nach Arcadia! Herrgott nochmal! Ja, Herrgott nochmal trifft das ziemlich gut. Dieser irische Mistkerl hat mir einen Handel angeboten. Ich liefere Ihnen Fontaine ans Messer und ich bin ein freier Mensch, ganz einfach. Woher soll ich wissen, dass dieser Wichser nicht von Fontaine kommt? Woher soll ich wissen, dass Sie nicht alle zu Fontaine gehören? Fontaine hat das Adam. Und jeder will es haben. Ryan hat nur eine große Klappe und einen schicken Anzug. Sogar hier unten sieht jeder Idiot, woher der Wind weht. Ja, die mögen den alle nicht besonders. Und ich nach der Aktion jetzt auch nicht. Aber deswegen gehen wir nach Arcadia. Arcadia, das so heißt doch auch der sichere Hafen oder sowas aus, wie heißt das? Was ist mir entfallen?
Wie heißt der Film? Ihr wisst ganz genau, welchen ich meine. Myra,